Was? Aber das hier können wir hinzufügen. Ah, guck mal. Hm? Nicht? Komm. Nicht? Müssen wir vielleicht... Und... Ja. Guck mal. Ein... Ah, ja. Das kenne ich. So, jetzt. Na? Hallo? Da haben wir es. Vires Tonicum. Wahrscheinlich das speziellste und wichtigste, was wir hier drin haben. Genau, also zurück. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Aha. Erst will ich wissen, was da hinten ist. Ach, da geht's weiter. Okay. Okay, okay, okay. Aua. Also, du willst als erstes das Tonikum. Dass dein Kopf abgesägt wird. Ja, mit was soll ich dir den Kopf absägen? Der Säge? Mit welcher Säge denn bitte? Not many orbs are left. They sometimes consume themselves or break when used by an unknown. Aua. I was lucky. The orb I found spared my life and returned to where I found him. I know because Alexander took it and brought it to Heidelberg. Welche verkackte Säge bitte? Ach, die. Ne, das ist auch keine Säge. Ah, da haben wir die Knochensäge. So, und jetzt? Sieht ja hübsch aus. Jetzt haben wir seinen Kopf, okay. Ja, und jetzt denke ich, dass wir ins innere Heiligtum müssen, ne? Also was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Wir haben seinen Kopf. Wir haben alles. Und wir haben eine Horrorattacke nach der anderen.
Okay. Was wir jetzt tun müssen, scheint einfach. Erstmal uns heilen. Dann das Lampenöl auffüllen. Und jetzt rennen. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel jetzt weitergeht, denn jetzt wird sich ja alles entscheiden. Genau, kombinieren. Sie bleiben nicht zusammen. Ein Rätsel. Ein wahrscheinlich echt kompliziertes Rätsel. Nee. So geht das. Teer? Teer klebt. Ah. Ist das krass. Sie verändert sich jedes Mal fast vollständig. Okay, ich aktiviere dich. Was? Die Kugel kann sie nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Was haben wir denn noch groß? Aua. Ja, schön, dass der auf Geheimnisweise Was haben wir denn noch? Was können wir noch wirklich machen? Wir haben noch diesen Hebel. Vielleicht so? Nee. Können wir hier irgendwas machen? Ist das überhaupt so gedacht? Nee. Boah. Super. Ich dachte schon, es wäre irgendwie machbar. Muss mit der Maschinerie getan werden. Es muss... Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Maschinerie. Ups. Nee. Nee. Was haben wir denn noch? Eine Kurbel für eine Maschine. Nee, ich glaube, hier müssen wir nichts tun. Müssen wir nochmal weg? Aber wo sollten wir sonst hin müssen? Der linke Weg ist eingestürzt. Vielleicht müssen wir zum rechten. Ich weiß ja nicht, was wir dort machen könnten, aber... Ah, guck mal, ein Brief. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is her life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold blooded murderer. Stimmt schon, gebe ich dir recht. Kann nicht sein, aber deswegen bist du ja vorher auch einmal gestorben. Also hier war ich aber auch noch nie. Ah. Hm.
Nee. Also hier muss ich definitiv irgendwas machen. Die Frage ist nur, was? Eigentlich muss ich das Ding hier aufhalten. Aber wie? Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Tatsache. Was haben wir denn hier alles? Eine Kiste? Ich glaube nicht, dass es damit getan ist. Es ist nicht stark genug, aber es war schon mal ein Ansatz. Und ich muss diese Zahnräder blockieren, das war auch irgendwie klar. Metallrohre wären was. Aber an die komme ich nicht ran. Da kann ich auch nichts von nehmen. Was ist denn stabil genug? Ein Stein. Nicht schon wieder dieser Kackspaß.